Jo Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Minecraft Beta. Heute auch mal wieder eine abendliche Aufnahme, ziemlich spät, weil ich es aktuell echt irgendwie immer wieder nicht hinkriege, eher aufzunehmen. Beziehungsweise ich hatte mal wieder keine Lust, keine Ahnung. Man ist halt so im Lernmodus, beziehungsweise beschränkt sich auf die notwendigsten Aufgaben, die man so hat. Und da zählt eben hier das Aufnehmen nicht so wirklich dazu. Da denke ich mir immer so, oh nee, muss das noch sein, ne? Und deswegen habe ich das auch gestern schon weggelassen, deswegen kommt die Folge erst heute wieder am Montag, was eigentlich nicht mein Plan war, was aber jetzt immer noch besser passt, weil wir ja die Folge von Sims auch erst am Samstag hatten und deswegen das ja relativ gut jetzt vom Abstand her ist immer noch, aber trotzdem ist es natürlich eigentlich nicht so gewollt, hatte ich auch in Sims erwähnt, dass ich das Ganze hier am Montag, am Sonntag bringen wollte, genau. Aber ja, wird halt nicht immer was. Ne? Ich hoffe, in nächster Zeit bessert sich. Ich meine, zurzeit kann ich es auch für mich nachvollziehen, weil ich ja echt Prüfungsphase habe und das jetzt wirklich in einer akuten Phase ist, wo ich jetzt die Woche auch 3 Prüfungen auf einem Schlag schreibe. Könnt ihr mal auf Twitter irgendwie gucken, da schreibe ich wahrscheinlich noch ein paar mehr Details dazu. Aber hier lasse ich es jetzt einfach mal weg, weil, keine Ahnung, ich muss das ja nicht überall so aufwärmen, ne? Also ich könnte natürlich jetzt darüber reden, nur ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da großartig sagen soll. Ich denke mal, wenn ich das in so einem Tweet zusammenfasse, passt das schon ganz gut. Und ja, was machen wir jetzt heute eigentlich? Ich könnte ja mal gucken, dass ich mir vielleicht eine Aufgabe suche für das Projekt hier. Denn ich habe jetzt heute nicht so ein besonderes Thema, bin ja auch relativ unvorbereitet und kann deswegen jetzt auf keine Wissensansammlung zurückgreifen, sage ich mal. Oder auf irgendwelche Ideen, die ich mir vielleicht mal zwischendurch geholt hatte. Manchmal fällt einem ja doch was ein, wenn man jetzt nicht so viel anderes im Kopf hat. Aber jetzt war das eben nicht so möglich. Naja, egal. Obwohl es war jetzt auch oft eigentlich so, dass ich immer relativ unvorbereitet an die Folgen bin. Nur da hat man sich doch vorher nochmal hingesetzt und vielleicht ein bisschen was überlegt oder einfach so nebenbei nochmal drüber nachgedacht, was könnte man machen. Und da fällt einem vielleicht nochmal etwas mehr ein als jetzt. Nur, ich weiß auch nicht, also ja, wir gucken einfach mal, vielleicht kann ich ein bisschen brainstormen jetzt einfach in der Folge, dass ich so sage, naja, zum Beispiel hier, wie groß bauen wir das überhaupt? Das ist halt das große Ding, denn ich will hier natürlich nicht bis Ewigkeiten hinten irgendwo hingraben. Ich weiß nämlich nicht, wo wir da rauskommen oder wann wir da irgendwo rauskommen. Und nicht, dass ich mich verzettel und irgendwann aus Versehen gedankenlos hier so einen riesigen Tunnel ausgegraben habe, den wir gar nicht brauchen. Das wäre natürlich dumm, also zumindest nicht im Sinne des Erfinders. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir hier erstmal so ein bisschen das Gebiet abstecken. Und ich sage, ja, so und so groß soll das sein. Zum Beispiel, wie breit ist das eigentlich? Das scheinen hier nicht allzu viele Blöcke zu sein. Ich zähle gerade mal nebenbei. Ja, ich kann das auch während ich rede. Es sind jetzt 12 Blöcke. Soweit ich das richtig verstanden habe oder richtig erfasst, muss man ja sagen. Und damit kann ich aber nicht so viel anfangen auch. Ich müsste eigentlich hier vorne irgendwo breiter werden. Also ich guck mal von außen, ob das passt. Ja, das würde an sich gehen, zumindest ein paar Blöcke noch. Und in die Richtung sowieso, da haben wir ja den Berg. Obwohl, ich muss mal schauen, geht das dann nicht wieder mit so einer Bucht auch in die Richtung? Muss ich mal jetzt gleich bei Tag am besten gucken. Jetzt ist es hier bei Nacht nicht so geil sichtlich oder ersichtlich. Deswegen einfach mal schlafen. Und ja, dann sollte sich das aufklären relativ leicht. Okay. Ja, also morgen ist dann by the way schon meine erste Klausur. Die ist auch relativ einfach. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt doch darüber erzähle, aber egal. Ich habe mir gerade einfach gedacht, mir fällt nichts Besseres ein. Ja, und das ist natürlich schon mal ganz cool. Am Donnerstag, die wird aber etwas schwerer. Also, da war ich jetzt auch hauptsächlich am Lernen. Ich hoffe mal, dass es auch was bringt. Ich guck mal, dass ich heute Abend noch lerne dafür. Denn das ist ziemlich viel zum Auswendigwissen. Und das ist natürlich immer eine Sache, wo man sehr schnell Fehler machen kann. Ne? Denn ja, wenn du zum Beispiel Unterlagen verwenden darfst, wie morgen in der ersten Klausur, die ich habe, dann ist es relativ leicht. Da kann man immer gut nochmal was nachgucken. Ne? Das ist eigentlich übelst eine schöne Stütze. Aber ja, hier ist es eben jetzt sehr problematisch, wenn man so viel dann auswendig wissen muss und vor allem dann genau den Wortlaut auch, ne? Das ist ja dann nicht mal so, dass du nur irgendwas dir ausdenken kannst teilweise oder so, wenn dir mal was nicht einfällt, sondern
Du musst halt wirklich das genau so aufschreiben, wie es gegeben ist oder wie es gewollt ist und vor allem dann auch immer zu erfassen, wie ist es überhaupt gewollt. Das ist eben das Problem und naja, vielleicht wird es ja irgendwie was oder ich hoffe natürlich, dass es was wird. Und ich hoffe auch, dass es was mit meiner Aufnahme wird, denn es ist auch wieder relativ knapp, obwohl ich eigentlich noch eine halbe Stunde Zeit habe, das geht noch. Neulich war es da schon deutlich schlechter, sag ich mal, denn in Sims, da war ich ja richtig kurz vorher dran. Und da muss man natürlich immer aufpassen, dass man es nicht übertreibt, ne? Denn sonst kommt die Folge wirklich irgendwann mal kurz nach 0 Uhr und das ist halt immer scheiße, weil dann das nächste Datum da steht, ne? Und nicht mehr der eigentliche Tag. Was früher auch mal anders war auf YouTube, da galt der neue Tag in Deutschland zumindest, hier von der Zeitzone her, erst ab um 9 oder um 8, ich glaube immer, je nachdem, ob Sommer- oder Winterzeit war. Und das war eigentlich übelst chillig, denn da konnte man auch 2 Uhr nachts oder so theoretisch noch was hochladen und es ist für den alten Tag noch, wurde es angezeigt. Aber das wurde dann halt irgendwann aufgehoben und ich glaube auch rückwirkend geändert für alle Videos entsprechend, ne, würde zumindest Sinn machen. Wäre, ist aber halt blöd, weil ich dann bei einigen Folgen extra darauf gebaut habe, dass das so ist und da steht dann halt jetzt das falsche Upload-Datum im Nachhinein da, das ist natürlich auch scheiße, ne. Ich meine, wenn man das weiß, dann mag das noch gehen, obwohl das auch eigentlich immer unfair ist, weil diese 0-Uhr-Grenze halt schon ziemlich scheiße ist, ne. Denn man ist halt oft nach 0 Uhr noch irgendwie erst unterwegs, weil man vorher vielleicht auch nicht kann und muss dann halt noch irgendwas machen und da wäre es halt schon cool, wenn das noch ginge, ne, für den alten Tag. Denn das ist halt so verfälschend irgendwie, finde ich, dass dann das neue Datum schon dasteht. Das ist so dämlich irgendwie, also ich weiß nicht, ne. Deswegen schreibe ich auch immer in den Aufnahmen noch den alten Tag hin, wenn ich irgendwie nach 0 Uhr aufnehme. Das ist auf jeden Fall deutlich sinnvoller, weil man ja logischerweise noch viel näher am alten Datum ist als am neuen. Ich meine, was bringt's mir, nach 0 Uhr hinzuschreiben, dass es schon der neue Tag ist, so. Ja, bei manchen Sachen ist es sicherlich notwendig, aber bei so Aufnahmesachen und solchen Daten finde ich das alte Datum dann immer besser, auf jeden Fall, so. Ne? Ich weiß nicht, also ich habe das immer so gemacht und ich denke mal, das wird auch so bleiben. Ja, ist jetzt nur mal so mir spontan noch nebenbei eingefallen, weil es eben jetzt vermehrt wieder dazu kam, dass ich so spät hier aufnehme oder so. Und ja, es ist halt auch mal ein Struggle dann, das noch zu schneiden rechtzeitig, ne. Man musste mal alles gleichzeitig machen und so effizient wie möglich. Ist natürlich auch mal eine Challenge und eigentlich ganz cool, weil man dann ein bisschen allgemein auch schneller wird in den ganzen Abläufen und das ja eigentlich nie schaden kann. Ich meine, wenn alles ja ordentlich zügig geht, dann hat das natürlich viele Vorteile und die will ich natürlich auch ausbauen, so für die Zukunft. Aber ja, trotzdem ist es schon eine Einschränkung und es wäre schon cool, wenn man da nicht immer so unter Druck steht. Da kann man doch auch mal das alles ein bisschen freier gestalten und sagen, okay, das mache ich so und das mache ich dann, ne, und ist nicht immer so unter Zeitstress. Also, das ist natürlich dann der große Nachteil. Aber naja, wird schon irgendwie. Jetzt sind wir auch schon wieder bei 8,5 Minuten. Beruhigt mich eigentlich. Denn, ja, ich will hier eigentlich gerade einfach nur fertig werden, damit ich das alles hier ja, durchhauen kann. Und damit das einfach abgeschlossen ist, da bin ich dann schon beruhigter. Als wenn ich hier immer noch, ja, irgendwie mir was ausdenken muss. Denn jetzt gerade passt es mir nicht so wirklich rein. Man hat halt manchmal nicht noch den Nerv dafür. Das merkt man schon und ja, ich glaube, das hängt auch einfach mit dem zusammen, was ich vorhin gesagt habe, ne, dass man nicht so die Gedanken beisammen hat hierfür und ja, ist halt einfach auffällig. Mal sehen, wie das demnächst ist. Ich denke mal, da werde ich schon einen Unterschied merken, wenn es dann wieder in die Ferien geht, dass ich dann schon, ja, wahrscheinlich konzentrierter wieder bin und so weiter. Könnte ich mir auf jeden Fall denken, also mal sehen, ne? Dann kann ich vielleicht auch mal wieder ein paar Vorbereitungen treffen, die jetzt nicht so gingen. Ah ja, und ich kann auch ein Thumbnail machen. Ich würde sagen, soll ich sowas machen? Keine Ahnung. Ich habe gerade auch relativ viele FPS. Ist eigentlich nicht schlecht. Ich würde sagen, ja, machen wir mal... Ach, jetzt sieht man wieder so wenig, ne? Vielleicht von hier hinten. Einfach damit man mal ein bisschen mehr Eindruck gewinnt hiervon. Ja, das ist doch, denke ich, etwas besser. So, Moment. Habe ich kurz den Screenshot-Button nicht gefunden. Ist natürlich als Profi immer wieder möglich.
So. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich hatte nämlich bei der Stoppuhr vorhin ein bisschen länger, glaube, gestoppt oder ein bisschen eher quasi schon angefangen. Ich weiß gerade gar nicht. Und deswegen bin ich gerade verwirrt, wie lange ich noch aufnehmen muss. Aber ich mache einfach noch kurz und dann würde ich auch das Ganze abschließen, ne? Ja. So, machen wir das erstmal. Ich weiß nicht, Teppich kommt vielleicht ja auch noch rein. Muss ich sehen in Zukunft. Und ja, ich glaube, das reicht jetzt. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.